Hey Leute, und wir kommen zu einem weiteren Part von Tekken 3. Im letzten Part haben wir Tiger, ein versteckter Charakter, durchgespielt und jetzt machen wir mit der ersten Form von Ogre weiter. Danach werde ich versuchen, Boskonovic freizuschalten und werden auch Boskonovic durchspielen, weil, ja, ist für mich einfach lieber, da kommt der kleine Monk in mir durch und zum Schluss wird dann True Ogre dann den Abschluss bilden und dann ist das Let's Play vorbei. Zu Boden mit dir, Sterblicher. Nimm meine schwarzen Füße, die nicht gewaschen sind. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Also ich würde den Entwicklern auch gerne mal fragen, was sie bei Ogre sich gedacht haben. Ob das jetzt wirklich so eine mexikanische Gottheit ist, weil im Intro steht ja auch Mexiko. Und was das einfach mit dieser Kreatur auf sich hat. Dass es irgendwie Anlehnungen gibt an irgendwelche mexikanischen Göttern, die sie damals verehrt haben oder so. Ich weiß es nicht. Ja, das war schnell. Zu Boden mit dir, Lore. Digga. Mach mal ruhig. So, macht man das. Ich will gönnen. Ich mag dich nicht, wenn man dich nicht trifft. Aua, das tut weh. Digga. Oh, das habe ich auch noch nicht hingekriegt. Nein, 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 komm, wir... Okay. So, Runde Nummer 2. Mogucin, wen tust du imitieren? Du ja, alles klar.
Okay. Nein. Das reicht. Das ist auch das, dieser beste Angriff von Ogre, dass man immer auf den Gegner zugeht. Dreieck drückt. Damit kann man auch am besten, finde ich, dem Tech Force Modus durchspielen. So, zu Boden mit dir, du kleiner Schweinchen. Gegen Ogre. Der eine ist grün, der andere ist rot. Doch du siehst nicht so gut aus wie ich. Du bist braun gebrannt. Ich habe eine Sumpfform, weil ich komme aus dem Sumpf. Okay, das habe ich auch nicht gesehen. Jetzt sieht der Drache auch mehr aus wie, wie eine Chimäre mit einer Schlangenarm und ja und den Kopf eines Löwen, würde ich sagen. Das war die erste Form von Ogre. Und die zweite Form von Ogre, wenn wir die durchspielen, wird einfach das gleiche Ende haben. So viel kann ich schon mal sagen. Also Leute, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder mit dabei. Also Leute, haut rein und ciao.